Herzlich willkommen, liebe Tischtennis-Freunde des WTTVs. Heute zu einer nächsten Videosequenz zu Aufschlägen. Das erste Thema sind leere Aufschläge. Ich habe ja drei verschiedene Papierchen auf den Tisch gelegt. Einmal für kurz, einmal für halblang und einmal für lang. In grün, pink und lila. Ja, wichtig dabei ist, dass die Schlägerspitze auf jeden Fall relativ gerade ist, damit wir einen leeren Aufschlag hinbekommen und dass der Ballanwurf auch relativ hoch ist und dass er relativ weit unten in Tischnähe den Ball trefft. Auf geht's! Erstmal kurz. Ja, da war zumindest in der Nähe zu grün. Dann halblang. Ich glaube, das war ein Treffer. Und der lange, ebenfalls getroffen. Nochmal eine Wiederholung. Kurz fange ich an auf grün. Ja, aber auch in der Nähe. Jetzt halblang, der war wesentlich zu kurz, der ist ja zweimal aufgekommen. Und der lange, den wiederhole ich nochmal, weil er zu kurz war. Der war wieder drauf. Mein erster Durchgang, den fand ich auf jeden Fall besser. Bleibt dran, damit er dann auf jeden Fall in der kommenden Saison hoffentlich auch noch besser mit verschiedenen Längen leer aufschlagen könnt. Bis bald, ciao.